Bundeskanzlerin Angela Merkel, CDU, und CSU-Chef Horst Seehofer haben sich auf einen Kompromiss im Migrationsstreit geeinigt. CDU und CSU wollen für Asylbewerber, die bereits in einem anderen EU-Land registriert sind, Transitzentren an der deutsch-österreichischen Grenze einrichten. So kommentiert die Presse die Einigung. Die Haltbarkeitsdauer des neuen Waffenstillstands hängt am seidenen Faden die Welt. Es herrscht Waffenstillstand, kein Frieden. Seehofer hat sich mit seinen respektlosen, ja verächtlichen Äußerungen über die Person, also Merkel, als Minister für unkündbar erklärt. Er hat Merkel ein drittes Mal öffentlich erpresst, das erste Mal mit der Abkanzelung beim CSU-Parteitag im November 2015, das zweite Mal mit der Debatte um die Obergrenze für Flüchtlinge, das dritte Mal mit seiner nun erfolgten Aufkündigung der Einigung über Asylfragen vom Herbst 2017. Die Koalition hat jetzt nicht nur einen Vizekanzler, sondern auch einen Nebenkanzler. Die Haltbarkeitsdauer des neuen Waffenstillstands hängt am seidenen Faden. Bessern sich die Umfragen für die CSU in Bayern nicht, wird in München ein neues Streitthema zu finden sein. Vielleicht sogar noch einmal das Thema Flüchtlinge. Der von Sebastian Kurz angekündigte informelle EU-Gipfel zum Thema Migration am 20. September bietet drei Wochen vor der bayerischen Landtagswahl ein Eckdatum dafür. Merkel hat dieses brachiale Auftreten der CSU möglicherweise ihr Amt gerettet. Rheinische Post: Den Konflikt auf die Spitze getrieben hat die CSU in der fast trauschhaften Vorstellung, mit immer neuen Forderungen zu einer härteren Asylpolitik und nationalen Alleingängen ließe sich in Bayern die absolute Mehrheit erringen und die AfD in die Schranken weisen. Wie die von Tag zu Tag sinkenden Umfragewerte der CSU zeigen, ist das Gegenteil richtig. Zudem schwang im Vorgehen der CSU eine Merkel-muss-weg-Attitüde mit. Damit haben die Christsozialen die Reihen ihrer Schwesterpartei festgeschlossen. Merkel hat dieses brachiale Auftreten der CSU möglicherweise ihr Amt gerettet. Müde sieht er aus, als er vor die Mikrofone tritt. Aber das ist bei ihm in diesen Tagen längst nicht mehr neu Süddeutsche, nach gut 4 Stunden Ringen und Reden, heißt es plötzlich, man habe eine Lösung gefunden, Transitzentren an der deutsch-österreichischen Grenze sollen es werden. Auf diese Weise, so wird es wenig später heißen, habe man einen entscheidenden Schlüssel gefunden, um die illegale Migration an der Grenze zurückzudrängen. Der das sagt, ist Horst Seehofer, der Bundesrennenminister. Müde sieht er aus, als er vor die Mikrofone tritt. Aber das ist bei ihm in diesen Tagen längst nicht mehr neu. Mit tiefer Stimme und größter Zufriedenheit erklärt er, dass man sich geeinigt habe. Und dass ihm die gefundene Einigung erlaube, sein Amt weiter auszuführen. Aus dem "Ich will nicht mehr Minister" ist binnen weniger Stunden der "Ich darf doch wieder Minister" Seehofer geworden. In dem Streit hatte auch die Große Koalition auf dem Spiel gestanden. NTV Nachrichten: Es stellt sich nun die Frage, wie der Koalitionspartner SPD reagieren wird. Die Sozialdemokraten hatten sich bereits 2015 gegen solche Zentren gewehrt. Vor wenigen Minuten ist eine zuvor anberaumte Sitzung des Koalitionsausschusses mit den Sozialdemokraten in Berlin gestartet. In dem Streit hatte nicht nur die Fraktionsgemeinschaft von CDU und CSU, sondern auch die Große Koalition auf dem Spiel gestanden. Was, wenn sich die Transitzentren zu so einer Luftnummer erweisen wie Seehofers Ankerzentren? Die Zeit: Was, wenn keine substanziellen Abkommen verhandelt werden können? Merkel hat in ihrer unnachahmlichen Weitsicht diese Aufgabe ihrem Innenminister übergeholfen, der sich jetzt an den Italienern versuchen darf. Dass sich deren Haltung von "Wir nehmen keinen zurück" dreht auf ein Abkommen, darf bezweifelt werden. Genauso die Österreicher. Kanzler Sebastian Kurz hatte noch vor wenigen Tagen damit gedroht, im Falle von Zurückweisungen Gleiches mit Gleichem zu vergelten an der Grenze zu Deutschland. Was, wenn sich die Transitzentren zu so einer Luftnummer erweisen wie Seehofers Ankerzentren?
so liegt der schwarze Peter wieder bei ihm Bild. Es ist dann nix aus verletzter Eitelkeit, aufgestaute Wut und Verachtung für Merkel. Sie hat in Seehofers Augen spätestens seit Ausbruch der Flüchtlingskrise so gut wie alles falsch gemacht. Nach 2 Stunden lässt der CSU-Chef sich doch erweichen, nimmt seine Ankündigung vorerst zurück. Doch mit seinem Alleingang sprengt Seehofer die Krawallstrategie der CSU im Asylstreit mit der CDU. Hätte Seehofer auf die geforderten Zurückweisungen von Asylsuchenden bestanden, sie angeordnet und sich dann von der Kanzlerin feuern lassen, sie wäre die Totengräbin der Union und Koalition gewesen. So liegt der schwarze Peter wieder bei ihm und der CSU. Dass Seehofer nun doch bleiben will, ist ein schwerer Fehler Berliner Morgenpost. Nach einer chaotischen Nachtsitzung seiner Partei hatte sich Horst Seehofer entschieden, die Brocken hinzuwerfen. Rückzug vom Amt des CSU-Vorsitzenden. Abgang als Bundesinnenminister nach gerade 100 Tagen im Amt. Verzweifelte Parteigranden konnten ihn in der Nacht von diesem Schritt vorerst abhalten. Eigentlich konnte Seehofer gar nicht anders. Es ist ein schwerer Fehler, dass er jetzt doch bleiben will. Der CSU-Chef hat eigentlich erkannt, dass er sich im Streit mit der CDU-Chefin total verrannt hat. Rauswurf durch die Kanzlerin oder Kleinbeigeben waren seine Optionen, es ist die Wahl zwischen Pest und Cholera. Jetzt wollte der Bayer das Heft des Handelns in der Hand behalten. Er wollte über sein politisches Schicksal selbst entscheiden. Der CSU-Chef hat seinen Rückzugsplan unentschlossen umgesetzt und steht jetzt einmal mehr als der große Zauderer da.